damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Bus Simulator 16 hier bei Nordrhein TV Play mit mir, dem Zenges. Wir sind gerade auf der extrem ultra langen, krassen Route unterwegs. Sollte vielleicht noch die Türen schließen, bevor wir abfahren. Und zwar sind wir gerade mal bei der Haltestelle. Wo sind wir gerade? 9 fahren wir jetzt an. 9 von 14. Also wir sind noch ein schönes Stückchen unterwegs. Und ich fahre mit einem Schubregler, was ziemlich lustig ist. Nächster Halt. So. Ja, in der letzten Folge hatte ich ja schon zwei Sprüche quasi, die ihr vorgeschlagen hattet in den Kommentaren. Aus dem Buch Niveau ist, das soll übrigens keine Werbung sein, die nicht, nicht falsch verstehen. Das war einfach eine spontane Idee. Ich habe gesagt, wie wäre es denn, wenn ihr einfach mal eine Seite und eine Zahl bis zu 50, also für den Spruch dann in den Kommentar schreibt und dann suche ich aus dem Buch eben einen Spruch raus. Da sind nämlich ganz viele Sprüche drin. Ein Niveau ist keine Hautcreme, so heißt das Buch. Keine Werbung. Ich krieg kein Geld dafür. Aber da habe ich schon zwei Sprüche raus gesagt. Das ist einmal das Zitat eben vom Anfang der letzten Folge. Und eben mach dir mal die Haare. Das war auch so ein Spruch. Nicht die Leute für einen Stalker. Geduld. Vielen Dank. Bitte, 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 bitte. Dann können wir langsam hier wieder den Laden dicht machen. Und Abfahrt. So. Dann auch mit diesem Bendy-Bus. Wir sind im Gelenkbus unterwegs übrigens. Und ja, ich hoffe, wir sind nach dieser Tour auch ein bisschen mehr aus den Schulden. Wir haben ja schon ein bisschen Geld verdient dadurch, dass wir in der letzten Folge diesen Parcours gefahren sind mit dem Bus. Aber das waren in Anführungsstrichen nur 5000 Euro. Und wir sind ja richtig fett in den Miesen. Das heißt, wir brauchen eigentlich noch viel, viel mehr Geld, was da reinkommt. So, ich möchte nochmal ausprobieren, ob das Ding so einen Knickschutz hat. Aber hier können wir nicht stark genug einschlagen. Und ohne hier den Bordstein mitzunehmen. Gute Frau, was rennen Sie denn so? Boah. Gleich heben wir ab. War ein bisschen schnell in die Kurve. Das ging echt ab gerade. Sollten etwas gemäßigter fahren. Hast du das T-Shirt? Ja, es sieht toll aus. Wo hast du es gekauft? Es gibt einen sehr netten Laden im. Was soll das? Oh, ich muss ihn mir ansehen. Cool. Bushaltestelle freigemacht. Ja, wenn der da parkt. Das ist ja cool. Das habe ich auch noch nie gesehen, dass hier jemand einfach die Bushaltestelle blockiert. Also ich finde das gar nicht cool eigentlich, aber. Dass das im Spiel drin ist. Das ist schon nicht schlecht. Ich möchte eine Fahrkarte kaufen. Ja, wird gemacht, was denn? Einzelfahrt, normal. Danke, einen schönen Tag. Ja. So. Das ist ja cool, dass hier manchmal auch Autos dann die Bushaltestelle blockieren. Das erleben Busfahrer im echten Leben wahrscheinlich auch des Öfteren. Total lästig sowas, nächster macht man nicht. Halt, Grabenstraße Ost. Aber wir haben das Problem gut gelöst. Darum geht's. So. Oh. Nichts wie Gegend hier, meine Güte. Komisch. Irgendwie ist das so, das sind so Gebiete, so, es ist ja in der Stadt hier, aber halt irgendwie auch nicht so. Da ist jetzt irgendwie nur so ein Park und hier so ein Industriegebiet irgendwie oder so eine Halle, so eine große. Das ist, nee, das ist der Hauptbahnhof, Entschuldigung. Aber trotzdem ist es so ein bisschen so, ja. Halt so ein bisschen am Bobbes der Welt, ne?
Was haben wir denn da? Hier fährt, glaube ich, kein Zug gerade. Ah, hier fing das Tutorial an. Hier sind wir. Da hinten vom Parkplatz. Das war die erste Fahrt. Das Schönste daran, mit so einem Controller bzw. mit so einer Schubkontrolle zu fahren, ist, dass man nicht immer nur voll Gas geben kann oder voll bremsen, sondern auch sowas dazwischen halt. Dadurch kann man halt etwas präziser fahren. Natürlich ist es mit dem Lenkrad umso besser und das Spiel unterstützt ja auch Lenkräder. Aber so geht's jetzt auch fürs Erste. Wobei, ich finde das ja auch immer faszinierend, weil zum Beispiel beim Euro Truck Simulator finde ich die Tastatursteuerung einfach sehr gut umgesetzt. Ich finde, da ist es wirklich so, dass man sagen könnte eigentlich so, ja, eigentlich muss auch nicht, also wenn man damit klarkommt, kann man da sehr gut mit Tastatur fahren, finde ich. Muss natürlich jeder für sich dann letztlich entscheiden, aber... Bling, 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 bling. Pling. Neulich habe ich mich zu Tode erschreckt. Was ist passiert? Anscheinend hat mein Mitbewohner einen kleinen Schlaf gebrochen. Mir ist was aufgefallen. Ich hatte keine Ahnung, was los war, woher das Geräusch kam. Die haben jetzt auch viele Kommentare oder Bemerkungen da aus dem Fahrgastraum, die eigentlich immer von Frauen gesprochen wurden, haben die jetzt auch hier von Männern sprechen lassen. Finde ich sehr schön. Leider kennt man die Sprüche dann trotzdem, ne? Aber wenigstens von einer anderen Stimme. Mit den Autos, das hört man jetzt wahrscheinlich im Hintergrund die ganze Zeit. Also dass hier auch Autos, die Straße, wo ich hause, sag ich mal, dass die da vorbeifahren. Und aber ich denke, das macht nichts, weil hier im Auto, hier im Bus müsste man ja eigentlich auch mal was hören. Aber man hört ja hier leider nichts von den anderen Autos, die hier rumfahren. Wir sollten langsam mal ein bisschen stärker bremsen. So, komm. Oh nee. Das ist halt ein bisschen schade. Deswegen so ein Lenkrad, so mit Feedback auch und was sich nicht so schnell drehen lässt, das ist dann, also wo man das auch einstellen kann, ist dann eigentlich besser, weil hier sieht man, ich kann jetzt so übertrieben schnell lenken, also das macht keine Servolenkung mit. Also das ist schon, das wäre krank. Naja. Aber ansonsten ist es wirklich sehr schön hier, was ich gerade mache. Auch wenn es eigentlich so überhaupt nicht gedacht ist, eigentlich ist das Ding ja zum Fliegen gedacht, was ich auch damit mache. Aber trotzdem. Was ist los? Ich gehe zum Spieleladen. Kannst du mir was empfehlen? Bus-Simulator 2016. Ich probier's. Ja, da wird wieder Bus-Simulator 2016 empfohlen. Ich wollte gerade sagen. Nicht hier die ganze Zeit am Handy rumspielen, ne? Ach, ich will mal auf Escape drücken, um aus dieser Ansicht rauszukommen. Ich weiß nicht, warum ich mir das angewohnt habe. Darum muss man mich nicht zweimal bitten. Das hätte ich auch nicht getan. Ich wäre einfach nach hinten gekommen und dann gäbe es richtig Ärger da. Jetzt war lacker, lacker. Nächster Halt, Neue Straße, Ost. Oh, wir müssen ja hier schon direkt rechts wieder. Guck mal kurz, nicht, dass wir hier diesen Jeep-Verschnitt da mitnehmen. Passt das? Achtung, der Bus darf nicht... Bla, bla, bla. Ja, okay. Das war jetzt das mit dem Knickschutz. Der scheinbar auch hier der allgegenwärtige Knickschutz. Bei Omsi höre ich den Ansgar da manchmal drüber fluchen, wenn er wieder reingeht. Der Knickschutz. So. Wunderbar. Ah, steigen Sie raus. Kommen Sie rein. Wann hat jetzt alle? Da hinten ist noch wer, ne? Möglich. Die pieken
Pigmente der Augen ändern sich nicht einfach, wenn du etwas anderes isst. Natürlich tun sie das. Je besser du dich ernährst, umso komm, heller werden geh durch. Geh durch. Oh Gott, wieso sind wir eigentlich mit einem... Ah, Mann. Dann will man mal freundlich sein, ne? Dies ist der letzte Halt. Bitte vergewissern Sie sich, all Ihre Habseligkeiten mitzunehmen, wenn Sie aus dem Bus aussteigen. Wir müssen doch rechts vor links sein, oder? Aber da ist eine Einbahnstraße. Okay, also können wir heizen. Ah, da sehen wir schon die wunderschöne Andreaskirche. Der hatte Vorfahrt 8. Wir waren also auf einer Vorfahrtsstraße. So, und Türen auf. Und wir können mal kurz aussteigen und gucken, wie die Leute hier aussteigen. Ah, der Schubregler. Der ist wieder in Rückwärtsgangstellung. So, ich würde sagen, wir drücken jetzt mal Enter und gucken mal, was wir so erreicht haben. Nein. Die sind dann erfahren. Ich weiß nicht, ob das uns was bringt, ob die erfahren sind oder nicht so erfahren, aber die kosten mehr dadurch. Und wir sehen, die Schulden werden weniger. Welche ist denn hier die beste? Die Linie 71, die bringt am meisten Geld in die Hütte hier. Und welcher Bus? Werbeeinnahmen hier? 1500, 200. Ein paar müssen wir noch ein bisschen, den Bandy müssen wir noch ein bisschen ausstatten, glaube ich. Neue Werbung. So, Kontostand. 18.000 haben wir dazu. Ja, ich würde sagen, das läuft, das Ding, ne? Und die Aufgabe haben wir auch erledigt, also nochmal 25.000 runter. Es läuft, liebe Leute. Und was ich vergessen habe, das machen wir in der nächsten Folge. Wir haben ja noch den Industrial District hier. Und da werden wir uns in der nächsten Folge mal drum kümmern. Bis dahin, tschüss. Euer Zengis.